So, herzlich willkommen, liebe Wiebke, zu unserem Komet-Treffen. Ja, und heute habe ich dir ja was mitgebracht. Sehr gespannt. Ja, ich auch, weil wie immer oder wie meistens ist es wirklich ein Experiment, wo ich aber jetzt inzwischen völlig sicher bin, dass uns da super tolle Varianten noch einfallen oder ne, wie es eben überhaupt auch geht. Aber erstmal den Namen. Verrückte Gegenteile, das gefällt mir jetzt schon. Ne, das klingt doch schon gut. Ja. So, das Ursprüngliche ist auch nicht von mir. Ich weiß aber auch nicht mehr, woher ich es habe. Und ich muss ausnahmsweise mal meinen Bildschirm freigeben und eine Folie zeigen. Nachher werden wir aber den Rest oder die Varianten dann mündlich machen. Dann kommen wir auch wieder zurück. Siehst du das jetzt? Ja. Ja. Und du weißt ja auch, wie man auf so Folien schreibt, ne? Ja, Moment. Da muss ich mich einmal... Ne, Sie sehen den Bildschirm von Samyad Klein, auf Optionen, ja. Dann auf Kommentieren klicken und dann auf das Textwerkzeug. So, sollte ich auch mal machen. So, ich schlage erstmal die simple erste Fassung vor, dass wir einfach beide immer in die rechte Spalte. Also ist gut, wenn du unter Format dann die kleinste Schriftgröße einstellst. Es geht eben darum, wirklich wörtlich quasi das Gegenteil zu schreiben, ne, zu erfinden. Das muss überhaupt nichts sein, was es gibt, aber das kennst du ja noch besser als ich. Ne? Es darf jeglicher Nonsens sein. Einfach, und gut, wenn wir jetzt beide schreiben, gucken wir quasi voneinander ab, aber jeder hat ja was im Kopf. So einfach irgendwie gucken, was fällt dir als Gegenteil zu Zwergenmütze ein, ne? Und das schreiben wir dann beide daneben. Und okay. Ich kann es ja hin und her schieben. Und wie gesagt, ich habe nachher noch eine andere Variante. Ja. Warte, ich muss hier noch ein bisschen zipp. Irgendwie klemmt es bei Facebook. Nee, egal. So. Siehst du, haben wir schon einen Unterschied. Sehr schön. Dann. Ah, das kriege ich jetzt nicht verschoben hier. Ja, ich schiebe. Das kann leider nur immer der Admin. Das ist ein bisschen doof bei Zoom. Bei EduDip. Andere Shell. Herrlich, herrlich. Wir können ja nachher drüber reden. Ne? Wir schreiben erstmal. Ach, du hast schon. Gut, warte mal, ich muss sie erstmal wieder schieben. Vielleicht machen wir es so, dass wir auf Kommando beide erst Return-Taste klicken, dass man das nicht vorher sieht, ja? Okay. Als Variante. Bist du fertig? Ja. Klicken. Ah ja, das ist so, das nächste. Du sagst, wenn du fertig bist. Okay. Gut. Ah. Ja, egal. Nein, das mache ich jetzt ordentlich. So. Okay, fertig? Ich muss ja immer erstmal schieben. Deswegen brauche ich immer. So, jetzt bin ich auch fertig. Klicken. Ah, auch wieder ganz ähnlich. Ja. So. Okay. Fertig? Ja, Sekunde. Ich muss manchmal auch denken. So, jetzt. Ach. Entschuldigung. Schock, Jascha. So, das nächste.
Und fertig, du auch? Ja. Lustig. Das muss ja, ja, das ist doch beides sehr nett. So, nächstes. Ich muss immer dann dreimal rumklicken, das dauert bei mir länger. Fertig? Jo. Ah, witzig, ne? Was Gegenteile so. Ja, ich versuche jetzt irgendwie auch auf Tempo. So, machen wir noch das Letzte. Okay. Ja. So, jetzt muss ich mal schieben und unbedingt einen Screenshot machen. Ich kriege dich jetzt nicht gepackt. Und dann tue ich erstmal meins, dann kriege ich dich besser gepackt. So. So, jetzt mache ich mal einen Screenshot einfach so aus, ja, auch um es dann vergleichen zu können, weil es gibt dann so eine offizielle Lösungsdings, ne, wo ich das. Ah, hier ist es. Wo ich das auch her habe, das schauen wir uns jetzt mal an. Nämlich die nächste. Aber wir können ja immer hin und her klicken. Also Riesensocke. Zwergenmütze hat einen Riesensocke und Riesenunterhose und die hatten. Ach so, jetzt muss ich doch das alte dann löschen. Das ist natürlich doof. Weil man das jetzt nicht sieht. Gucken, kann ich da irgendwas wieder mitschieben? Riesenschuh hatten die. Genau, ich schiebe das dann immer hoch. So, wir hatten Eigenlob, Fremdkritik und Andersschelte. Ups, das ist das Falsche. Nee, mit diesem Schieben ist auch keine Lösung. Lies es doch. Du hattest das. Du, ich muss unsere löschen. Ich habe die ja jetzt hier links. Sonst sieht man nichts. Ja. So, wir hatten bei Eigenlob Fremdkritik und andere Schelte. Und die haben hier Fremdtadel, ist ja auch ähnlich Tagedieb. Hattest du Nachtpolizist und die hat Nachtpolizist und ich hatte Nachtschenker, weil ich dachte, Dieb geht. Das Schenken, aber klar, Dieb und Polizei. Glühbirne. Ah, da hast du eher. Du hast Löschapfel. Da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. Wieso löschen als Gegenteil von Glühen und löschen. Also wenn was glüht, dann. Ach so. Wenn es nicht glüht, ist es erloschen. Weil da fiel mir nichts ein, da habe ich dann Dunkelapfel. Also genau, die haben auch Apfel als Birne. So. Habe nichts, haben wir beide, gebe alles. Ah ja, die auch. Bettelarm haben die spendenreich, ich habe schenkerreich und du hast schenkerreich und du verschenkenreich. Schwarz sehen, weiß hören, weiß hören. Ja, haben wir alle. Ruhestand haben wir, Unruhe, Lauf und Lärm, Sitz finde ich ja noch viel schöner. Talfahrt, Bergstand, Berggang hast du auch, Sonnenschein. Ah, haben wir beide Regen. Ja. Witzig. Münze. Ja. So. Da habe ich dann überlegt, du kannst ja, ne, bei dir rappelt wahrscheinlich auch schon. Das war erstens, also ich habe mir ein paar Varianten überlegt. Jetzt selber nochmal so ein paar komische Sachen uns ausdenken. Die sind vielleicht noch viel witziger. Ja, einfach mal zwei, drei, die wir selbst erfinden. Es geht ja eigentlich nur um zusammengesetzte Wörter und am besten auch hinschreiben, dann kann man die sehen. Dieses Text. Wie kriege ich denn dieses doofe Durchklicken hier weg? Ja, ich bin jetzt in diesem, warte mal, muss ich so. So. In den Textmodus. Ach, wie schön. Ich schreibe auch noch eins. Ich muss wieder Text. So, das war, dann mache ich auch noch ein viertes. So, und dann habe ich mir überlegt, also zum einen können wir ja auch, dass wir versuchen, Gegenteile zu finden. Das können wir aber auch ruhig jetzt mündlich machen. Ne? Gut. Ja.
Wir können ja gucken, dass jeder für, zu jedem Wort. Fangen wir einfach hier an. Armleuchter, was fällt dir da ein? Beinlöscher. Leuchter. Ich hatte Beinverdunkler im Kopf. Okay. Verdunkler ist noch schöner, ja. Wie auch immer. Kopfnuss. Fuß. Beere. Ja, Fußbeere. Sehr schön. Kugelschreiber, das ist das Gegenteil von einer Kugel. Kugel ist irgendwie ein... Quadratlöscher. Ja, Quadratleser. Nasenstüber. Was ist ein Stüber? Ohrenstreichler. Ich weiß nicht. Ich hatte da eben schon mal auch überlegt, hatte ich Augenstreichler. Aber es ist witzig, dass wir beide auf Streichler kommen. Tintenkiller. Bleistiftwiederbeleber. Ja, super, großartig. Nehme ich. Wattestäbchen. Betonsäule. Ich hatte Steinkugel. Steinkugel ist auch sehr gut. Lampenschirm, hatten wir das schon? Nee, ne? Dunkelschirm. Oh! Dunkelberegner. Hatte verdunkelter Stock, aber das ist jetzt nicht wirklich das Gegenteil. Hatten wir den Bienenstich schon? Nee. Noch nicht. Ach. Wespenpflaster. Blumenheilerde. Schön. So, jetzt Online-Meeting. Das Online-Meeting. Gegenteil. Präsenz weglaufen. Präsenz, lass mich in Ruhe. Präsenzfreizeit. Genau, Präsenz, Stillarbeit. Genau. So, dann hatte ich als weitere Variante mir überlegt und dann kann ich nämlich das jetzt auch stoppen, dann sehen wir uns. Du denkst ja, also ich musste was immer aufschreiben. Wir denken uns beide nochmal zwei Sachen aus und dann fängst du meinetwegen an und machst das aber nur pantomimisch vor. Und ich muss dann zum einen raten, was es ist und dann pantomimisch das Gegenteil. Ne, dass wir das mal gucken, das macht es vielleicht noch witzig, also ob es überhaupt geht. Okay. Also, ich mache pantomimisch eine Sache vor. Ein Wort. Ein Wort. Ja, Brillenschlange. Sehr gut. Jetzt mache ich das Gegenteil. Das ist das Gegenteil von Brille. Gott. Na gut, also das ist auch noch eine wichtige Regel. Das neue Wort muss überhaupt keinen Sinn machen. Das wissen wir ja schon lange. Ne? Kontaktlinsenbär. Ja, nicht. Also ich hatte einfach Augenbär. Ach so. Von wegen Gegenteil von Brille. Ich kann mit meinen normalen Augen sehen, aber ist so gegebenermaßen nicht so einfach. So, jetzt mache ich eins vor. Nochmal. Augenreiben. Erste Teil stimmt schon. Augenblick, Augenwischerei. Ja. Yeah. Augenwischerei. Dann denkst du dir jetzt ein Gegenteil aus. Okay. Oh Gott. Augenwischerei, dann ist es... Mund stecken. Ja, wahrscheinlich. Ich habe mir gar kein Wort überlegt, sondern einfach nur... Hey, du musst dir schon ein Wort überlegen und das dann zeigen. Ja, und es war zufällig Wort stecken. Mund stecken. Okay, jetzt was. Ja. Ich habe noch eins. Zähne putzen. Nee, ist ein zusammengesetztes Wort, ein Gegenstand. Zahnbürste. Okay, Jetzt musst du dir ein Wort ausdenken, was das Gegenteil ist und dazu die Pantomime. Und die muss ich dann wieder raten, also das Wort.
Okay. Haarkamm. Ja. Ah, ich hatte eben dann überlegt, ich habe, das geht jetzt ganz genau. Und daraus wollte ich jetzt noch eine Kreatechnik machen, ne, weil ich ja gerade mit meinem neuen Seminarkonzept zu Kreativitätstechniken zugange bin. Und das ist auch ein bisschen, das hatten wir früher, hattest du mal irgendwas, wo wir auch einen Gegenstand genommen haben und irgendwas behauptet, was das ist. Ne, so, und da habe ich mir als Gegenteil zu Zahnbürste überlegt, Prothesenschwamm. Oh, super. Ja. So, und dann Frage, ach so, weil die Kreatechniken, dann nutzen wir, also das wäre jetzt in dem Fall die Reizwortmethode, ne? Das Reizwort ist Prothesenschwamm. Und meine Fragestellung, mein Thema war es, wie schaffe ich es abzunehmen? Ne? So, und da hilft mir dann der Prothesenschwamm, sagt, ja, ich schneide aus einem Schwamm eine Prothese, die ich mir einsetze. Und dann kann ich nur noch Suppe essen und nehme ab. Okay, War jetzt, ja. glaube ich, um 57 Ecken rumgedacht. Fällt dir da auch noch was ein? Entweder von den bisherigen Worten, also ich habe jetzt quasi das Thema hinterher erfunden. Was hatten wir bei Wattestäbchen oder bei Betonsäule. Betonsäule? Genau, das ist jetzt unser Reizwort. Hast du irgendeine Fragestellung? Also oft ist ja, ne, wie schaffe ich es, regelmäßig Sport zu machen oder Wie kann ich Nein sagen? wie kann ich Nein sagen? Das mit Betonsäule. Ja. Also ich kann mir eine Betonsäule neben mich stellen und wenn ich ein Angebot kriege, zu dem ich eigentlich Nein sagen möchte, aber ich bin zu weichherzig, dann lehne ich mich an diese Säule und werde hart mit dieser Säule. Und schaffst es, Nein zu Ich sagen. schaffe Nein zu sagen, genau. Genau. Wir können ja gemeinsam immer brainstormen, weil das geht ja, ne, man schreibt ja dann ganz, ganz viele Ideen auf, ganz viele Ideen auf, die einem durch diese Säule kommen. Also mir kam noch, auf dieser Säule hast du dann ganz viel, wie so eine Litfaßsäule früher, ne, ganz viele Schilder mit Nein, 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 Nein kleben. Und immer, wenn sowas kommt, nimmst du es und hältst es hin und sagst Nein. Ja, gut, Ne? genau. So. Oder da sitzt jemand, ne? Früher gab es ja sogar so Litfaßsäulen, wo dann jemand drin saß und was verkaufte, wie so ein Ja. Kiosk. Ne? So. Und da sitzt immer einer, der flüstert dann, nein, nein, nein. Ja, Hm, also ich stimmt. finde, merke, man kommt schon auf verrückte Ideen dadurch. Dann belassen wir es damit und dann können wir ja beide noch weiter spinnen. Ne? Das waren ja jetzt so verschiedene Ansätze. Aber sag mal kurz was zu der Ursprungsvariante überhaupt. Finde ich super. Ich merke, mir geht eine ganze Menge Spiellust und Kreativität flöten, wenn ich das schriftlich mache. Ah, Ähm, ja. also das fand ich sehr, sehr, sehr langwierig. Und ich finde es super, ja, wenn man sagt, okay, überlegt einmal zusammengesetzte Worte und dann findet man die Gegenteile, stellt sich die vielleicht gegenseitig vor. Ich habe jetzt noch keine ganz konkrete Idee. Das mit dem Verkörpern finde ich auch schön. Also ich finde es eine gute Technik, um so von festen Begriffen, die wir immer nutzen, und da kann man ja auch in einem thematischen Zusammenhang, sowas wie Online-Meeting oder Steuererklärung, so Sachen, über die wir gar nicht mehr nachdenken, da ins Gegenteil zu gehen, um eine neue Sichtweise auf ein Wort, auf einen Begriff zu kriegen. So, das wird mir tatsächlich schon reichen. Ich finde Ja, wie gesagt, es war ja auch ein Experiment, ne? ja. Das war jetzt doch so um fünf Ecken rum. Und du würdest das insgesamt alles aber lieber mündlich machen. Ich finde es schöner, das mündlich zu machen Das und heißt, dann müsste ich immer ein Wort reinrufen, weil irgendwie braucht man ja, ne? Ich hatte halt diese Liste mit diesen Worten als Anregung. ja, die anderen können ja auch Worte Dass suchen. immer einer eins nur reinruft, Genau. ist für die visuellen Lerner halt schwierig. Die müssen es immer sehen, aber kann man ja vielleicht beides einfach reinrufen und der schreibt es noch in Chat oder so. Genau. Ja, und dann können die Sachen nur kapieren, wenn sie sie lesen, da kurz reingucken. Ja, nee, mit der Folie fand ich auch nicht so prickelnd. Ich wusste nur nicht, wie ich es sonst machen soll. Ja, okay. Auf jeden Fall wieder eine Anregung.
Und wir werden, also ich werde da sicher noch weiter dran tüfteln, was mir da doch noch mit einfällt. Auf jeden Fall so als kleine Kreaübung einfach mal, ne, Gegenteil erfinden, ohne auch diese weiteren Schritte, reicht mir das eigentlich auch schon völlig so als Energizer. Und wie Ja, ich es als absolut. Kreatechnik nutzen kann oder als Hinführung zur Kreatechnik, da denke ich dann noch mal ein bisschen drüber nach. Alles klar. Okay. Vielen Dank fürs Mitdenken und Mitspielen. Und wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Oh jo. 13 Uhr und du bringst ein Spiel mit. Ja, ich bin gespannt. Tschüss. Tschüss. Schönes Wochenende. Ja auch.